Bürger zerbrechen sich vielleicht den Kopf. Und damit auch die Bautzener Stadtverwaltung, die Energie- und Wasserwerke Bautzen sowie der Technologieförderverein feiern in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Denn genau vor 5 Jahren startete der Wettbewerb Energiesparfüchse gesucht in der Spreestadt. In dieser Zeit zeigten schon hunderte Schülerinnen und Schüler, welche kreativen Projekte rund um das Thema Energiesparen möglich sind. Und dass auch 2013 wieder innovative Ideen umgesetzt werden, macht den Bautzener Oberbürgermeister Christian Schramm glücklich. Ja, wir sind immer auf gelungene Projekte stolz. Und wenn man das zum 5. Mal macht, auch unter starker Einbindung unserer eigenen Stadtwerke, also Energie- und Wasserwerke und des Technologiefördervereins, die uns da helfen, ist das ein schöner Erfolg. Denn man kann ja auch nach 1-2 Jahren wieder zu Ende sein mit so einem Projekt. Aber hier ist es eben so, dass die Schüler und vor allen Dingen auch die Lehrer, die sich ja als Betreuer mit einbringen, da schon ganz gut in den letzten Jahren zusammengerauft haben. Und das zeigt sich eben auch in guten Projekten. Am Montagvormittag gab es den Startschuss für die Energiesparfüchse 2013. Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr über 100 Tüftler aus 3 Schulen und einem Verein. Wir haben also Schüler, die sich damit beschäftigen, wie sie Energie einsparen an ihrer Schule selber, also detektivische Arbeit zur Ressourcenschonung. Wir haben Projekte dabei, die sich wieder mit der Erzeugung von Energie und deren Messung befassen, Windkraft, Wasserkraftanlagen. Wir haben dabei die Frage, wie geht man eigentlich mit Altpapier um? Was braucht Papiererzeugung eigentlich für Energie? Also wieder so eine ganze Bandbreite von Dingen, die entstehen wird an konkreten Projekten. Mir hat gefallen, dass alle Projekte, die benannt worden sind, eigentlich so relativ dicht an unseren Lebensbezügen dran sind. Also Energie sparen, Energie herstellen. Für uns sind das manchmal große Überschriften. Die Schüler sind da dicht dran und ich denke, bei der Auswertung des Wettbewerbs wird sich das auch zeigen. Nach dem offiziellen Auftakt werden die Schülerinnen und Schüler nun mit der Umsetzung ihrer kniffligen Projekte beginnen. Die Ergebnisse werden Anfang Juni im Bautzener Kornmarktcenter im Rahmen einer Ausstellung öffentlich präsentiert. Und auch auf das können sich die Jungs und Mädels freuen. So zeichnet Oberbürgermeister Christian Schramm am 5. Juni die aktivsten und kreativsten Teilnehmer mit je einem Wanderpokal in Form einer riesigen Glühbirne aus. Na dann wünschen wir allen ein gutes Gelingen.